Urteil. Servus Freunde und willkommen zu unserem neuen Video. Gleich zu Beginn wollen wir uns herzlich bedanken bei den 400 Abonnenten, Leute. Ja, vielen Dank einfach mal, also kurze Verneigung für euch. Und kurzer Ausschnitt, wie sich Simon gestern darüber gefreut hat. Er hat es mir sehr nice mitgeteilt. Kurzer Ausschnitt hier. Also davor hat er noch über Kolumbien gesprochen, aber... 400 Abonnenten, ja, wir haben die 400 Abonnenten, yeah. So sieht's aus, Leute. Einfach vielen Dank. Genau, Leute. Road to 500, würde ich mal sagen, oder? Ja, das könnt auch nur ihr möglich machen. Also gleich mal hier unten mal abonnieren. Genau. Und ihr müsst uns unbedingt verbreiten mit euren Freunden, weil... Ja, wir brauchen eine Reichweite, Leute, also bitte verbreitet uns, falls euch unsere Videos unterhalten, teilt das mit euren Freunden und so und ja, wäre richtig korrekt. So Leute, viel Spaß jetzt mit dem Idiotentest in Linz, genau. Über die WM. Das war zum ersten Mal, dass wir auch andere Leute mit ins Video einbezogen haben. Falls euch das gefällt, Daumen nach oben da. Bei 150 Likes würde ich mal sagen, gehen wir wieder in die Streets, machen wir einen anderen Idiotentest oder schreibt es in die Kommentare, was wir da drehen sollen. So Leute, wir sind jetzt auf der Suche nach ein paar Personen für die Umfrage. Du bist Fußballer oder kennst dich aus beim Fußball? Ja. Okay. Ja, welches großes Fußball-Event steht in nächster Zeit an? Die WM. Ja, richtiger Spezialist, super. Ja. Wo ist die WM? In Russland. Oh, er weiß alles. Dann hast du letztes Mal angeschaut? Ja. Vor wie vielen Jahren war die? Vor 4. Und wer hat da gewonnen? Deutschland. Deutschland. Ja, dann circa, wie lange dauert die WM circa? Circa. 50 Tage. 50 Tage. Ja, ist okay, 30 Tage so circa. Ah, nur eine ganz wichtige Frage. Ist Österreich dabei bei der WM? Da muss er überlegen. Ich glaube nicht, ne? Er glaubt nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Ist einfach schlecht so. Ja. Er sagt es, Leute. Er sagt es. Österreich reißt einfach nichts. Und dann einfach noch eine Abschlussfrage. Hast du uns schon abonniert? Mach ich jetzt. Er macht es jetzt, Leute. Wir zeigen dir noch unseren Kanal, okay? Einfach einen Korb gegeben. So sicher. Ja, Leute, also wo wir ihnen nachgelaufen sind, sie haben uns eiskalt einen Korb gegeben. Also wenn sie das sehen. Wir haben hier unseren nächsten Gast, ein bisschen jüngerer Bursche mit TR7 Kleidung. Die erste Frage, was findet in den nächsten Wochen statt, also Fußball-Event? Welches Fußball-Event? WM. Genau. Und wo findet die statt? In Russland, in Moskau. Moskau war Russland. Ja, Russland. Ja, er hat es auch richtig. Wo findet das Finalspiel statt, also die Hauptstadt von Russland? Moskau war. Ja, genau. Geograf. Wer hat letztes Mal gewonnen und wann war das? Warte mal. Das hat Portugal, glaube ich, gewonnen, oder? Nein. Das war die EM. Ja. Warte. Deutschland? Ja, ja, genau. Und wann war das? Vor wie vielen Jahren? 2014? Ja, 2014. Er kennt sich aus. Wie alt warst du da? Ich glaube. Da war ich noch, glaube ich, 9. 9, okay, ja, dann passt. Und ist Österreich dabei bei der WM? Nein. Nein. Wieso nicht? Die haben, glaube ich, nicht gewonnen, oder? Ja, sind einfach zu schlecht, Leute. Welcher Ägypter spielt auch bei der WM mit? No, sag's nochmal. Mohamed Salah. So sieht's aus, Leute. Mohamed Salah, Fußballkönig. Ja, das war's. Oh, eine. Champions League verletzt. Ja, er kennt sich richtig aus. Er, gebrochen. Ja, aber er spielt mit, oder? Ja, er spielt schon mit. Ja, wer gewinnt bei der WM, glaubst du?
Also am meisten Hoffnungen mache ich mir für Portugal, aber auch Frankreich ist ja, alter CR7-Fan, CR7-Fan. Und Frankreich, oder was? Ja. Ja, Frankreich ist auch gut dabei. Wird Ronaldo, Marcelo und Bale werden zu Paris Saint-Germain rüberwechseln vielleicht. Und sie dann auch, vielleicht. Wirklich, ja, okay. Also er weiß schon mehr als wir, aber... noch eine wichtige Frage. Hast du uns schon abonniert? Ja. Hast du uns schon abonniert? Sein Freund hat uns auch schon abonniert. Richtiger, richtiger Ehrenmann. Richtige. Ja, er zeigt es uns kurz. Frag doch mal deinen Instagram-Namen. Ja, willst du dein Instagram noch kurz sagen? Okay, also AC. Hey, film kurz. AC unterstrich unten 109. Also A klein, AC klein. Ja, okay. Unterstrich unten 109. Ja, Leute, folgt ihm mal alle, okay? Richtiger Ehrenmann. Und du? Er ist guter Junge 2 mit Doppel-D. Was mit Doppel-D? I. Er ist guter Junge 2. Ja, okay, okay. Er ist guter Junge. Er ist einfach guter Junge. Und du? Hast du auch nichts? Gabriel Thomas 101. Ja, okay, Leute. Folgt ihnen alle einfach. Und ja, dann schauen wir mal zum nächsten. Wir haben hier unseren nächsten Gast. Wie heißt du? Kana. Kana. Einfach Kana. Kana, oder? Kana, wie das Land Kana. Ah, Kana. Ja, Kana. Das kenne ich. Okay. Also, die erste Frage. Welches großes Fußball-Event, Entschuldigung, Event findet in den nächsten Wochen statt? WM. Ja, sie kennt sich aus, also die WM. Wo findet diese statt? Oh, das war sie gerade. Rate mal. Nein, ich weiß es nicht. Der Idiotentest ist auf jeden Fall draus. Ist Österreich dabei? Nein. Ja, das weiß ich wenigstens. Welcher ägyptischer Superstar spielt auch dabei? Nochmal bitte. Mohamed Salah. Mohamed Salah, ja genau, irgendwie so. Letztes Mal die WM, hast du die auch geschaut? Nein. Also weißt du auch nicht, wann die war? Vor 4 Jahren. Das hat sie bei der Wanderin gehört. Nein, ich hab's nicht gehört, nur ich interessiere mich für Fußball. Okay. Wann, wer hat da gewonnen? Ja, das war sie gerade sicher, ne? Na, das war's. Nachbarland. Was? Nach. Nein, war es wirklich gerade. Ja, okay. Oh, weißt du? Ihre Freundin verarscht sie, aber weiß selber nicht. Deutschland hat gewonnen. Wo war die WM vor 4 Jahren? Frag mich sowas nicht, ich hab die WM nicht angeschaut. Okay. Sie interessiert sich zwar für Fußball, aber sie weiß nicht, wo die war. Ich hab angeschaut, okay, wegen einem Grund. Welcher Grund? Unser Fernseher war kaputt. Ah, okay. Keine Fernseher. Okay. Nein, aber noch eine sehr wichtige Frage. Hast du uns schon abonniert? Nein. Ich kenne euch nicht einmal. Du musst uns dann noch abonnieren. Okay. Sie macht das, okay. Ja, und wer gewinnt, glaubst du? Ägypten, hoffe ich mal. Ägypten, Mohamed Salah wird Ägypten zum Sieg führen. Das ist ihre Protection und ja, das war's eigentlich. Also abonnierst du uns noch und... Fix. Tag Leute, hey, ich bin gerade für die Umfrage. Wie heißt du? Ich heiße Naim. Naim, und du? Valentin. Hier hat uns gerade einer reingewunken. Servus, Junge. Und also Valentin und Naim... ihr bekommt ein paar Fragen zu einem Fußball-Event. Ja. Welches große Fußball-Event steht in den nächsten Wochen an? WM. Die WM. Er sagt es. Und wo findet die statt? Russland. Ja, genau, in Russland. Also, und weißt du, wo das Finalspiel stattfindet? Also in der Hauptstadt. Vielleicht hast du in Geografie aufgepasst. WM. Ah, aber es labert. Wo das Finalspiel von der WM stattfindet. Sag's nochmal. Moskau. Genau, in Moskau. Eine Frage. Wer hat die letzte WM gewonnen und wann war die? Er kennt sich nicht so gut aus. Ja, da war zwar die EM, da hat Portugal gewonnen, aber 2014 war die WM in Brasilien. Wer hat da gewonnen? Ich weiß gar nichts. Er weiß einfach gar nichts.
2000 Jahre später. Das Tor von Götze. Deutschland. Ja, genau. Und eine wichtige Frage, ist Österreich dabei? Ich glaube schon. Ja? Ja. Ja. Schon? Ich glaube schon. Ja, er glaubt schon, er glaubt an unser Land, aber leider nein. Österreich ist leider zu schwach für die WM. Wer glaubt ihr gewinnt? Ich würde sagen Real Madrid. Real Madrid. Nein, nur die Nationalmannschaft. Leute, es ist kein Problem, nur die Nationalmannschaft. Deutschland. Ja, Deutschland. Mein Tipp ist auch Deutschland, guter Kader. Und du, was glaubst du? Ich auch Deutschland. Ja, er sagt auch Deutschland. Sie sind einer Meinung. Und die letzte wirklich wichtige Frage. Habt ihr uns schon abonniert? Ja. Ja, er hat uns schon abonniert. Und du? Ich nicht. Ich abonniere es jetzt. Und, wir kommen jetzt zum letzten Kandidaten. Bis Gott, wie heißt du? Er heißt Cristiano oder irgendwie so. Er kann nicht so gut Deutsch, aber auf jeden Fall hübscher Typ. Und er möchte uns jetzt noch eine Frage beantworten. Wer gewinnt die Weltmeisterschaft? Ghana. Eindeutig Ghana. Nein, er tippt auf Marokko. Sie werden gegen Portugal mit 3-0 gewinnen, hat er gesagt. Und dann noch eine sehr wichtige Frage zum Abschluss. Folgst du schon den Champions? Er ist ein richtiger Ehrenmann, er hat uns schon abonniert, ein richtiger König. Also folgt ihm alle mal, TR7, ich kenne ihn leider noch nicht, aber ich werde ihn suchen.